Ja, wie Sie gerade gesehen haben und wie Sie auch hören, komme ich aus dem Thurgau. Ich werde aber ab jetzt Hochdeutsch sprechen. Gern geschehen. Ja, ich mache das nicht wegen Ihnen, ich möchte auch ernst genommen werden. So, ich lese heute einen Text mit dem Titel Die Wurzel allen Übels oder Die Blockflöte. Es gibt Eltern, die ihre Kinder lieben. Ich musste Blockflöte spielen. Ein Instrument, dessen optische Nähe zu einem Schlagstock kein Zufall sein kann. Ja, mit Dudelsäcken wurden früher die Feinde der Schotten akustisch eingeschüchtert. Ein Dudelsack ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein Kriegsinstrument. Und was ist ein Dudelsack anderes als die Möglichkeit, mehrere Blockflöten gleichzeitig zu spielen? Aber nicht nur das. Wenn man die Buchstaben von Gitarre umstellt, ergibt das die Wörter Tiger und Ra. Also einerseits ein majestätisches Raubtier, andererseits eine ägyptische Gottheit. Stellt man die Buchstaben von Blockflöte um, hat man das Wort Wolfklöte. Und so klingt sie auch. Ja, meine Blockflötenlehrerin sagt immer zu mir, du musst dü denken, wenn du bläst. Denk dü, denk dü. Und ich schaute sie an und dachte darüber nach, was in ihrem Leben wohl falsch gelaufen war. Ja, links von mir saß Peter. Er ritzte sich gerade mit einem Gitarrenplektrum, das er auf dem Boden des Musiksaals gefunden hatte, fünfmal dü in seinen Unterarm. Mein bester Freund Julian saß rechts neben mir und steckte sich feuchte Papierkügelchen in die Ohren. Er nahm auch Blockflötenunterricht. Naja, er saß im Blockflötenunterricht. Seine Blockflöte war am ersten Unterrichtstag unter mysteriösen Umständen zerbrochen. Er hatte aber keine neue Blockflöte gekriegt. Als Strafe. Ja, er musste weiterhin in den Unterricht. Seine Eltern meinten nämlich, ja, zahlt dich, zahlt? Ja, meine Hobbys im Laufe meines Lebens waren in dieser Reihenfolge Blockflöte spielen, Pokémon-Sammelkarten und dann Tai Chi. Julians Hobbys waren in seinem Leben, in dieser Reihenfolge, keine Blockflöte, Frauen. Ja, Julian hatte sein erstes Mal mit 14. Ich hatte mein erstes Mal mit, naja, ich kann bestätigen, dass es stimmt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie starb. Ja, das ist kein Zufall, denn man könnte die Blockflöte auch getrost als Feierabendsirene der Libido bezeichnen. Und trotzdem, wir Kinder mussten Blockflöte spielen. Warum? Warum, habe ich mich gefragt. Und es wurde mir gesagt, sie wäre eine optimale Vorbereitung auf ein anderes Instrument. Dabei ist die optimale Vorbereitung auf ein anderes Instrument das andere Instrument. Ja, wer lernen möchte, eine Bratwurst zu brutzeln, der beginnt doch auch nicht mit der Salatsoße, nur weil sie im gleichen Menü ist. Ja, wer mit Texten auftreten möchte, so wie ich, der studiert doch auch nicht vorher Pantomime. Ja, Fazit 20 Jahre später. Ich bin heute diplomierter Pantomime. Das ist leider kein Witz. Und ich buhle mit Texten um die Liebe und Aufmerksamkeit von völlig Fremden. Ja, Peter, der sich geritzt hat, bezeichnet sich heute als größter Fan von Helene Fischer. Und mein bester Freund Julian, dessen Blockflöte zerbrochen ist, hat seine Internetfirma an Google verkauft und feiert nun in seiner Freizeit coole Abende in seinem eigenen Club. Ich wiederhole, in seinem eigenen Club. Deswegen, befolgt meine abschließenden Worte, rette Leben, zerbrich eine Blockflöte. Danke.